Moin und Mädel, ihr Lieben. Willkommen zurück zu den Meinungsvideos von Rainerle aus dem Jahre 2021. 2 Jahre ist es jetzt her, dass Rainerle verschiedenste Meinungen zum Besten gegeben hat über Gegenstände, die sich in Greifreichweite auf seinem Tisch befunden haben. Wir hatten jetzt zuletzt die Mundharmonika oder sowas Tolles wie die Tasche der Mundharmonika und was weiß ich nicht noch alles, ne? All dazu hat Rainerle eine Meinung und er tut sie kund in so tollen 7-10 Minuten Videos, von denen wir uns jetzt die nächsten anschauen werden, bis die Reihe durchgegangen ist. Es sind, glaube ich, nur 37 Stück an der Zahl. Ja, schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Folge, was ist es denn jetzt? 18, glaube ich, ne? 19 ist es sogar schon. Rückenkratzer von Rainerle. Die ganzen Videos schauen wir beim lieben Spiegellord auf Odyssey. Wenn ihr sie ohne Gequatsche hören wollt oder irgendwas anderes Besonderes nochmal nachsehen wollt, sie sind auch unten verlinkt, natürlich. Ansonsten starten wir jetzt einfach mal und gehen rein in diese Meinungsvideos, jetzt ganz neu. Metal, Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal, jetzt ganz neu, Rückenkratzer. Beim letzten Mal haben wir über die Mundharmonika gesprochen. Ja. Und davor über die Hülle der Mundharmonika. Ja, und Reinholds tolle Meinung dazu war ja, hey, diese Mundharmonika passt genau in diese Hülle für die Mundharmonika rein. Er hätte das gedacht. Heute geht es in der Folge um das hier. Rückenkratzer. Eine Bärenkralle? Sieht ein bisschen so aus, ne? Nee, es ist tatsächlich keine Bärenkralle, sondern es ist ein Rückenkratzer. Snipping-Toolen Sie jetzt, ihr Lieben, ne? Oder sucht euch diese Stelle nochmal aus dem Video heraus, wenn ihr neue Screenshots braucht. Muss man natürlich nicht unbedingt für den Rücken benutzen, kann man auch zwecke entfremden. Okay. Weiß ich nicht. Kommen eigentlich tatsächlich auch so überall ran, wo ich mich kratzen muss. Obwohl ich mit diesen Krallen nicht unbedingt empfehlen würde, euch an bestimmten Stellen zu kratzen. Boah, haben wir direkt das auch wieder abgefrühstückt, Reinhold. Sehr gut. So. Zunächst mal, was genau hat der Rückenkratzer jetzt für Vorteile? Menschen wie ich. Oh, fang doch einen Satz nicht so an, Reinhold. Das ist doch die pure Vorlage. Haben manchmal Probleme, sich am Rücken zu kratzen. Das haben aber viele Menschen, nicht nur Leute jetzt, die übergewichtig sind, sondern auch andere Menschen. Ja, Leute ohne Arme, aber tut mir leid, Rainer, ja, wer denn sonst noch? Also Übergewicht ist halt das Problem, um sich am Rücken zu kratzen, beziehungsweise sich an Stellen nicht mehr erreichen zu können. Du hast halt wirklich durch dein Übergewicht massive Probleme, einige deiner Körperstellen zu erreichen. Das ist einfach so. Das ist ja nicht mal böse gemeint. Das ist halt physisch nicht mehr gegeben, dass du dich an einigen Stellen berühren kannst. Ne? Oder dass du einige Stellen höchstwahrscheinlich auch schon lange nicht mehr sehen oder gesehen hast von deinem Körper. Gehe ich stark von aus. Naja. Es ist halt so. Und ja, anstatt halt dir einen Rückenkratzer zuzulegen, Rainer, da hätte ich ja eher gesagt, bekämpfe die Krankheit, nicht die Symptome. Also tu was gegen dieses Übergewicht. Und an einer bestimmten Stelle am Rücken zu kommen, ist manchmal schwerer, als es aussieht. Oder manchmal schwerer. Also, nö, hatte ich eigentlich so nie das Problem. Schwerer als man denkt und deswegen ist es immer praktisch, wenn man gerade keinen Türrahmen oder so zur Hand hat, sowas hier zu nehmen. Und dann kann man hier halt richtig schön. Dieses Video hat wie viele wunderschöne Meme-Vorlagen, glaube ich, so. Sich richtig schön am Rücken kratzen. Ja. Natürlich hat dieses Teil noch mehr Funktionen, dadurch, dass es sich ausfahren lassen kann, kann man
Was? Noch mehr Funktionen durch. Okay. Sich halt jederzeit überall kratzen. Ach, ohne komm. Großen Aufwand. Aber tatsächlich ist es. Also Rainer, also wenn du an die Stelle nicht mehr rankommst, ne, dann ist auch vorbei. Dann gebe ich dir vielleicht noch einen Monat. Das ist für den Rücken am besten geeignet. Mhm. Ich habe das Teil auf Amazon gekriegt, beziehungsweise gekauft, auf Amazon in die Wunschliste gesetzt und ich habe davon. Ja, was denn jetzt? Du hast es anscheinend nicht gekauft, sondern auf die Wunschliste gesetzt und bekommen. Das heißt, du hast es nicht gekauft, sondern jemand anders hat Geld dafür ausgegeben. Und insgesamt 6 Stück. Mhm. Es sind, Wieso braucht man 6 Stück? Hä? Einer ist doch völlig ausreichend. Dreimal welche mit einer anderen Farbe. Ich habe einen im Schlafzimmer, der ist rot. Ich habe einen, ich habe 2 oben, der ist grün und blau. Junge, jetzt verteilt er die Dinger auch noch in seiner, oder hat die in seinem ganzen Haus überall verstreut, damit er jederzeit irgendwie in Reichweite so einen Rückenkratzer hat. Boah, das muss man sich auch mal vorstellen. Und ich habe jetzt noch den hier in schwarz und am anderen. Und ansonsten ist ja noch der hier mit drinnen. Ach, musst du so nah rankommen, Rainer. Also wirklich, du bist doch schon so lange in diesem Geschäft, ne? In diesem YouTube-Geschäft. Du musst doch auch wissen, dass das jetzt gerade nicht sehr vorteilhaft ist. Der ist auch hier im Arbeitszimmer. Das ist der einzige, der aussieht wie ein Rechen. Mhm. Aber der war auch da dabei und der hat coolerweise hier hinten so eine Art, man quasi in die Hemdtasche stecken kann, sieht aus wie ein Schreibstuhl. Kugelschreiber. Ja. Mhm. Und das Witzige an dem Teil hier ist, der sieht zwar im ersten Moment kleiner aus, ist aber auch kleiner. Schauen wir einfach weiter. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre beleidigend. Genau, also der ist minimal kürzer, aber auch der hier reicht komplett, um sich am Rücken zu kratzen. Tatsächlich muss ich sagen, bevorzuge ich den hier tatsächlich teilweise aufgrund der Art, wie die Krallen geformt sind. Mhm. Bei dem hier sind die Krallen einfach kerzengerade nach unten, während... Warte mal, wir machen das so. Warte mal, brauche ich mich hier nicht so anstrengen mit dem Ding. Anstrengen? Wenn man das so macht, da gehen die kleinen Kerzen gerade nach unten und hier gehen sie so schräg nach vorne. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge tatsächlich den hier manchmal, weil der einfach angenehmer ist zum Kratzen. So. Mhm. Ansonsten ist der hier eigentlich praktischer von der Handhabung her, weil er hinten so einen Gummigriff hat. Das hat der hier halt nicht und dann hat er dazu noch das hier, was man in die Hemdtasche stecken kann, das ausschaut wie ein Kugelschreiber, ist aber der Nachteil, dass man in der Handhabung hat man die ganze Zeit das Teil in der Hand und das ist ein bisschen lästig, finde ich. Ich weiß auch nicht, wie das in die Hemdtasche passen soll. Also wirklich nicht. Kannst du mir ja höchstens in so einer Aktentasche dann so vorstellen, in so einer Seitentasche, wenn das Teil da unbedingt mit muss, damit es halt nicht die ganze Zeit hin und her in dieser Tasche ja, klackert. Aber ansonsten weiß ich auch nicht. Ne. Also ich hatte noch nie das Bedürfnis, mir in irgendeiner Form einen Rückenkratzer zu kaufen oder zu bestellen. Aber ich habe halt auch nicht diese Probleme, dass ich irgendwo nicht an meinen Körper kommen könnte, an dem es mich juckt oder so. Vielleicht sind das die Unterschiede zwischen uns, Reinhard, oder zwischen anderen Leuten. Da hat man hier das Problem nicht, weil er halt wirklich rein auf, auf diese Gummigriff basiert. Bei dem hier hat man noch eine zweite Funktion und zwar, das ist zumindest meine Meinung, weil die hinten hier eben diese Löcher sind und weil es hier hinten angeraut ist, wenn man mal genau hinschaut, da sind so Löcher drauf, das sind so eingestanzt und das ist zum Beispiel praktisch, um sich ebenfalls zu kratzen. Mhm. Dadurch, dass das so rau ist, kann man sich damit auch mal kratzen. Und das finde ich persönlich auch ganz cool, weil das ist zum Beispiel praktisch, wenn man sich jetzt bloß minimal ein bisschen drüber fahren muss. Jetzt kommt der DPD-Fahrer ausgerechnet jetzt. Oh nein. Aber ich habe noch gar nicht, ja, das wäre dann so der Moment, wo man das Video neu starten könnte, 4 Minuten. Ne? Aber das unterbietet dir noch lange nicht deine Bestzeit von 10 Sekunden, die wir ja schon mal hatten. Wie viel Zeit haben wir? 4 Minuten. Ja, ich muss da mal kurz raus, leider. Oh nein.
Ja, dann, ja, okay, er schneidet das ja zumindest, ne? Wobei ich auch gesagt hätte, ja gut, 4 Minuten. Mach ich's halt einfach komplett normal. Ist doch völlig egal. Also, weiß ich nicht. 4 Minuten ist halt nichts. Oh, da bin ich wieder. Also. Mhm. Es ist natürlich erstmal praktisch, dass man es ausfahren kann. Weil auf die Art und Weise hat man natürlich die Möglichkeit, dass man auch an Stellen kommt, an die man so nicht kommt. Wie gesagt, das Problem habe ich nicht. Dann hat man den Vorteil. Na. Dann hat man den Vorteil, dass man einmal die Hauptkratzfläche hat und einmal die etwas weichere. Die Hauptkratzfläche. Wobei ich nicht weiß, ob ich das einfach zweckentfremde. Das kann natürlich auch sein. Aber dadurch, dass hier die Löcher sind und das große Loch und halt auch die, das angeraute und auch hier ist es ein bisschen erhöht, kann man da auch sich schön am Handfläche oder so kratzen. Hm. Wobei es natürlich mit der Hand genauso gut geht, ne? Ach, wirklich? Aber zum Beispiel mache ich das ganz gerne mal am Bein oder so. Wenn man sich mal am Bein oder was kratzen möchte, dann muss man da nicht unbedingt die harte Fläche nehmen, weil die ist dann fürs Bein, finde ich, die immer ein bisschen unpraktisch. Genau. Ansonsten, wie gesagt, haben wir eben diese zwei verschiedenen Arten von den ganzen Dingern. Die hier ist, wie gesagt, auch ein bisschen einfacher, also sanfter. Und der hier ist dafür ein bisschen hart und härter, weil er halt einfach so, da hat er teilweise auch richtig spitze Krallen, wenn ihr mal hinschaut, ne? Während der hier halt einfach abgerundete Stellen hat. Und das ist halt schon ein Unterschied, ob man jetzt da diese spitzen Dinger hat oder diese abgerundeten. Genau. Ja, Ende. Und was erzählst du mir jetzt hier noch 2 Minuten rein, oder? Bin mal gespannt. Ja. Warum der hier allerdings so dieses Teil hat, wo man wo es aussieht wie beim Kugelschreiber, verstehe ich ehrlich gesagt selber nicht ganz. Ja, habe ich vorhin erklärt rein, oder? Damit er in der Tasche irgendwie nicht hin und her durch die Gegend kullert, wenn man den unbedingt mitnehmen möchte in seinem Reisegepäck. Weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand sich das in die Tasche steckt, und damit es so ausschaut wie Kugelschreiber. Und dann jemand, der sich kratzen will, den rausholt und sagt, oh, Genius, ich habe das dabei. Hier, kannst du ausziehen. Kannst du dich. Wenn derjenige das tatsächlich mir gegenüber sagen würde, dann wäre ich weg. Ne? Ich wüsste keine Situation, der das passieren würde. Zumindest halt so unter normalen Menschen nicht, ne? Außer wir sind irgendwie stockbesoffen. Sich am Kopf kratzen oder so. Oder am Arsch. Oder an den Rücken oder sonst was. Und ja. So, hast du dich gerade verwechselt? Ja, mein Arsch ist hier oben. Achso, ja. Nein. Mhm. Also, halte ich für praktisch. Ich habe auch schon von Leuten gesagt bekommen, dass die das für Blödsinn halten, weil die kein Problem damit haben, sich am Rücken zu kratzen. Natürlich auch okay. Aber ich kenne halt auch genug Menschen, die auch schlank sind und damit Probleme haben, weil manchmal. Klar kennst du die Reinhold. Ja, Drachenbade. Und so weiter und so weiter. Kommt eben nicht an alle Stellen am Rücken und so weiter. Doch. Ich persönlich benutze dann wie ein Bär im Wald den Baum. Benutze ich meistens dann den Türrahmen oder habe den immer benutzt. Und mache ich auch heute noch, obwohl ich die Dinger da habe. Aber trotzdem. Ich persönlich halte das für sinnvoll. Mhm. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. In der nächsten Folge. Na, was ist denn hier gerade noch so in Greifreichweite? Was könnte ich denn noch mal so? Mal sehen, was habe ich hier denn auf dem Tisch? Eine Folge sollte ich noch aufnehmen, damit ich ein bisschen Material habe. Worüber reden wir in der nächsten Folge? Das ist wirklich Der hat sich keine Gedanken vorher gemacht. Das ist tatsächlich einfach nur, was sehe ich hier auf meinem Schreibtisch? Von der Taschenlampe. Ah. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Tschö, tschö, Rainerle. Tschö, tschö. Beziehungsweise bis gleich. Ja, denn wir schauen uns tatsächlich direkt das nächste Video an. Ja, das ging ja tatsächlich flott. Aber ich meine, was willst du auch großartig dazu sagen? Es ist ein verdammter Rückenkratzer. Entweder man braucht ihn oder man braucht ihn nicht. Und Rainerle braucht ihn halt, weil er an einige Stellen nicht mehr rankommt mit den Patschehändchen. Und der Großteil der Bevölkerung hält ihn halt für sinnlos oder
benutzt ihn nicht oder braucht ihn einfach nicht, weil sie mit ihren Händchen und Ärmchen überall hinkommen an ihrem Körper, wo es halt juckt. Ja. Aber gut. Reinoldes Meinung praktisch für ihn. Weiter geht's. Taschenlampe. Was kann man Großartiges zu einer Taschenlampe für eine Meinung haben? Buh! Ihr Masken. Weiter geht's im Text. Ach ja, übrigens, manche Intros vom lieben Spiegelgott musste ich leider rausnehmen für YouTube. YouTube übrigens sowieso sagt ja, dass ich Hassrede betreibe und Mobbing. Also quasi jedes Video, was ich hochlade, wird direkt gekennzeichnet als Hassrede. Ich weiß gar nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Ich frage auch immer nach. Und es ist tatsächlich so, dass 50-50 dann sagt YouTube, nee, ist keine Hassrede, hast recht, alles okay. Oder es wird tatsächlich bestätigt, ja, doch, ist Hassrede. Aber ich habe bisher noch nicht den Grund rausgefunden, warum und wie und was ich Böses sage. Also, keine Ahnung. Naja, ist auch egal. Ja. YouTube hat da seine eigenen Parameter, nach denen sie das messen. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ist ja auch egal. Wir machen weiter. Das hier. Aber ihr wisst ja sowieso, YouTube und seine komischen Richtlinien da teilweise zu, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Naja, egal. Weiter, Reinhard, weiter. War, wovon wir in der letzten Folge gesprochen haben. Stimmt. Und das hier ist das, worüber wir in der heutigen Folge sprechen werden. So. Das kannst du nicht zusammendrücken, Reinhard. Das ist kein Rückenkratzer. Eine Taschenlampe. Ja, toll. Au. Oh mein Gott. So, zunächst mal, die Taschenlampe hier, die hat richtig Power. Deswegen sollst du da vielleicht auch nicht direkt reinschauen oder dir direkt in die Augen leuchten, Renel. Die leuchtet sogar durch meine Handfläche. Nee, tut sie nicht. Durch. Nö. Na? Ich sehe nichts. So, man muss dazu sagen, Die blinkt aktuell hier rot, weil der Akku tatsächlich leer ist von der. Mhm. Ja. Was ist das hier? Man kann dasselbe wie bei deinem Rückenkratzer, Reinhard. Das kann man auch in sein Gepäck tun. Und damit es da nicht hin und her schaukelt in diesem Gepäckstück, kann man es da auch irgendwo dran befestigen, ne? In so einer Seitentasche. Alles in der Tasche stecken. Sie ist nicht besonders groß. Gerade mal ein bisschen größer als mein Finger. Ein bisschen größer als mein Mittelfinger. Ne? Also. Nö. Hier ist der Mittelfinger. Sie ist gerade mal ein bisschen größer als mein Mittelfinger. Und das ist eigentlich schon cooler auch. Was hier besonders cool ist, ist das hier. Das hier? Wow. Toll. Damit kann man schön den Strahl der Taschenlampe dosieren. Halt ich. Bündeln, nicht dosieren. Das finde ich eine ziemlich coole Sache. Was ich bei der Taschenlampe hier ziemlich ungeil finde, ist eine Funktion, zweite Funktion, dritte Funktion, aus. Ja. Bei der ersten Funktion ist es am hellsten, bei der zweiten ist es ein bisschen gedämpft und bei der dritten ist es so eine blinkende Funktion. Mhm. Finde ich persönlich ziemlich ungeil, weil das Problem daran ist, dass die Taschenlampe, wenn blinkt, naja gut, das ist okay, aber die zweite Funktion finde ich irgendwie nutzlos. Die zweite Funktion wird halt weniger Akku verbrauchen als die hellere Variante, Reinhard. Das heißt, wenn du irgendwie unterwegs bist und gerade nicht, was weiß ich, alles ausleuchten muss, dann wäre halt die mit der geringeren Leuchtkraft sparsamer für den Akku als die andere Funktion, ne? Und die Blink-Variante ist halt, um auf sich aufmerksam zu machen, würde ich jetzt behaupten. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Genau, dann haben wir natürlich hinten die Möglichkeit aufzuschrauben. Mhm. Ich dachte, die ist mit Akku. Was sind die Batterie drinnen? Hey, hast du nicht gesagt, die ist mit Akku? Du hast auch das. Und das war's. So. Ja, gut, das kann natürlich auch ein Akku sein, ne? Diese Batterie. Aber in Reinhardes Welt, wir hatten ja schon das Batterieladegerät, was er uns vorgestellt hat. Da hat er ja schon Batterie und Akku verwechselt. Naja. Ja, das kann ein Akku gewesen sein. Ein wiederaufladbarer.
Was? Genau. Hinten ist nichts. Hm. Hat nur hier vorne den Anschalter. Wobei ich Taschenlampe bevorzuge, die hinten den Anschalter haben. Dass es einfacher ist, die Taschenlampe dann zu halten. Was? Wieso ändert das die Funktion des Haltens der Taschenlampe? Was redest du denn da? Findest du es doch nur cooler, da hinten mit dem Daumen drauf zu drücken, aber ansonsten ist diese Funktion der Taschenlampe doch identisch. Also doch nichts geändert. Nur weil da hinten der Knopf ist und nicht an der Seite. Hm. Naja. Dann haben wir hier die Halterung, ja. Die du auch abmachen kannst. Die Funktion, um an den Gürtel zu hängen, in die Tasche zu hängen oder sonst was. Hm. Halte ich auch für ziemlich praktisch, wobei ich bei mir sagen muss, dass es leider zu locker ist. Mhm. Ich habe es ja schon mal so an die Ding gehängt und war froh, dass die dann an war, die Taschenlampe, weil ich auf die Art und Weise dann die Taschenlampe wiedergefunden habe in der Nacht. Aber mir ist es tatsächlich schon passiert, dass das Teil in meiner Hosentasche steckte und die Taschenlampe runtergefallen war. Man sieht auch dass an der Taschenlampe deutlich, dass die definitiv schon einiges an Gebrauchsspuren hat. Ich bräuchte auch dringend meine neue. Ja, was wird wohl auf der Amazon-Wishlist gepackt worden sein? Direkt während oder nach diesem Video? Hm? Ihr wisst es. Genau. Wieso brauchst du eigentlich dringend eine neue? Du hast doch mehrere Taschenlampen sogar, oder soweit ich weiß. Man sieht auch hier, sieht man es besonders gut. Ja, aber das ist ja egal. Es ändert ja nichts an der Funktionsweise der Taschenlampe. Leuchtet ja immer noch. Ich bräuchte auch dringend mal irgendwann eine neue. Warum? Ansonsten kann man einfach das Ladekabel an die, ist ein ganz normales, handelsübliches Ladekabel. Ah, ist ja doch tatsächlich ein Akku drin. Ah, okay. Kann man ganz normal anstecken. Dann kann man es aufladen. Passt. Genau. Taschenlampen. Ich habe in meinem Leben ziemlich viele Taschenlampen gehabt. Und muss immer sagen, immer wenn ich eine gebraucht habe, habe ich keine gehabt. Mittlerweile habe ich eine, die ich auch immer gebrauchen kann. Aber der Akku hält leider nicht besonders lang. Aber den kannst du ja austauschen, den Akku da drinnen. Das kann natürlich daran liegen, dass die Batterie einfach so, dass die Lampe einfach so extrem hell ist. Ja. No, aber wie gesagt, den Akku da drin kannst du ja austauschen. Ist ja eine Batterie, also Batterie-Akku. Kannst du einfach wechseln, ne, gegen stärkere. Wie gesagt, wenn man die hier so macht, man zieht es durch meine Hand durch, ne? Nö. Gut, jetzt ist natürlich der Akku schwach. Normalerweise sieht man dann richtig so den Knochen von meiner Hand. Mhm, klar. Wo der Knochen anfängt und wo er aufhört und so weiter. Weil es halt wirklich so eine helle Lampe ist, dass die wirklich durch den ganzen Körper durchscheint. Das ist voll heftig. Mhm. Genau. Wie alt bist du nochmal, Rainerle? Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Das ist doch... So eine helle Lampe ist, dass die wirklich durch den ganzen Körper durchscheint. Das ist voll heftig. Genau. Durch den ganzen Körper. Wenn man jetzt unten gucken würde, würde da ein Lichtstrahl rauskommen, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rainer. Rainer, du sagst immer, du bist so alt. Ist gut. Sieht man vielleicht auch einfach bei Nacht besser als beim Tag, das ist natürlich klar. Mm. Ist für die Haterjagd natürlich ziemlich sinnvoll, wenn man so eine helle Taschenlampe hat. Für die Haterjagd, ja, klar. Aber die Hater sind ja schuld, dass es eskaliert, ne? Weil auf die Art und Weise sieht man natürlich die Herrschaften immer relativ schnell und relativ weit auch. Klar. Ansonsten ist es natürlich auch praktisch, dass sie schwarz ist, weil eigentlich ist es total unpraktisch, dass sie schwarz ist. Sie sieht zwar gut aus in schwarz, aber das Nachteilige daran ist, wenn die Taschenlampe schwarz ist, naja, was passiert, wenn die euch nachts mal runterfällt und nicht an ist? Situationen, die mir schon passiert sind. Also Taschenlampen sind eigentlich ganz praktisch, in schwarz und so weiter vor allem. Ja, und man benutzt sie ja auch gerne mal für Zeitreisen, wenn man in der Zeitreise ist, so, oh, magisches Licht.
Habe ich irgendwas verpasst? Hat Reinerle irgendwas genommen vor diesem Video? Dass er jetzt hier die Taschenlampe sich in den Mund steckt, dass er meint, dass man seine Hand oder seine Knochen da sehen kann und dass es jetzt Taschenlampen für Zeitreisen genutzt werden? Ja. Meistens wird man dann dafür für Hexe gehalten und auf den Scheiterhaufen geworfen. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich einen Schlaganfall oder rein einen Schlaganfall? Ich weiß es nicht. Passt. Okay. Okay. Ja, also ich habe zwar diesen Zusammenhang und diesen Satz absolut nicht verstanden, aber wir können ja gerne nochmal magisches Licht sehen und hören. Also Taschenlampen sind eigentlich ganz praktisch, in Schwarz und so weiter vor allem. Ja, und man benutzt die ja auch gerne mal für Zeitreisen, ne? Wenn eine Zeitreise ist so, oh, magisches Licht. Ja. Meistens wird man dann dafür für Hexe gehalten und auf den Scheiterhaufen geworfen. Passt. Okay. Ist das irgendein Filmzitat, das ich nicht kenne oder so? Das kann natürlich sein. Vielleicht referiert Rainer oder nimmt er jetzt irgendein Filmzitat als Referenz, was mir gerade nicht einfällt. Ja, aber ansonsten keine Ahnung. Also nicht. Ich stempel das jetzt einfach mal so ab, dass was in Reinerles Kopf abgeht, da nicht für alle zugänglich ist. Also für mich zum Beispiel nicht. Weiß nicht, was er meint. Tut mir leid. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was er damit meinen könnte. Ich schätze mal, es ist ein Filmzitat. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch nur in seinem Kopf. Es passiert alles nur in Reinerles Kopf. Was noch? Oh, habt ihr gehört? Reinerle hat tatsächlich sein Handy mal auf lautlos gestellt. Beziehungsweise Vibrationsalarm. Unglaublich, eigentlich müsste ich das irgendwo notieren. Das war meine Freundin. Klar. Falls man die Vibration gehört hat vom Handy. Ja, hat man. Aber gut, dass du es nochmal erwähnst und dass es natürlich deine Freundin ist, Rainer. Taschenlampen, die ich bereits benutzt habe oder bereits besessen habe, sind meistens dann so Situationen, wo ich mir denke, muss das sein? Also irgendwie bin ich total, ich komme bei diesem Video nicht mit. Und ich bin nüchtern. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie komme ich bei diesem Video nicht mehr ganz mit. Ich verstehe Reinerles Aussagen einfach nicht. Was meint er mit muss das sein? Entweder brauche ich eine Taschenlampe oder ich brauche keine Taschenlampe, Reinerle. Ist es draußen dunkel? Brauche ich Licht? Dann nehme ich eine Taschenlampe mit. Kann ich trotzdem irgendwie was sehen? Brauche ich keine Taschenlampe? Also. Ich habe mal eine Taschenlampe gehabt, die war fast so groß wie mein Unterarm. Ja. Die ist auch unfassbar hell gewesen. Hat auch die Funktion gehabt mit Zoom und so weiter. Ach, jetzt ist es Zoom. Okay. Wird wahrscheinlich, oder vielleicht ist es so eine Maglite-Verschnitt gewesen. Ne? War auch gar nicht teuer, die hat auch nur einen Zehner gekostet. Also ja, dann auf jeden Fall keine Maglite. Für dass die so teuer, dass die so billig war, war die auch sehr gut. Das Problem nur, dass die ziemlich wenig haltbar war. Also man hatte keine Möglichkeit, groß die haltbar zu machen. Dieses Video macht mich fertig. Wie willst du denn die haltbar machen? Hat die das MHD überschritten oder was? Diese Taschenlampe. Man hat ja schon gesehen, wie du deine Wertsachen da beziehungsweise deine Gegenstände behandelst. Diese Taschenlampe scheint ja also zumindest ein kleines bisschen hochwertiger zu sein. Auch die hat ja schon einiges mitgemacht. Und anscheinend fallen die auch immer wieder runter bei dir. Würde ich mir halt keine Taschenlampe für einen Zehner kaufen. Und wenn man wirklich eine Taschenlampe braucht und die auch ein bisschen hochwertiger sein soll, dann holt man sich halt eine Markentaschenlampe, irgendwie sowas. Ne? Oder man kauft halt immer wieder eine neue Taschenlampe, geht natürlich auch. Oder setzt sie auf die Wunschliste. Nimm die aus dem Mund, Rainer, bitte. Ja, ansonsten haben wir die Situation, dass wir... Wir haben die Situation, ja. Ansonsten habe ich die Situation, dass Taschenlampen bei mir immer schnell kaputt gehen.
Ja, wie gesagt, fallen halt immer bei dir runter. Aus mehreren Gründen, weil du halt nicht pfleglich mit den Sachen umgehst. Denn viele deiner Sachen sind ja nicht selber gekauft. Das heißt, du verstehst oder erkennst den Wert dahinter nicht. Oder du gehst halt tatsächlich irgendwie davon aus, es wird schon irgendjemand ersetzen. Oder gingen. Jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so. Vor allem, weil die auch sehr robust ist. Aber ihr seht, Taschenlampen sind bei mir Sachen, die jetzt sehr oft runterfallen. Sind Sachen, die sehr oft mal irgendwo abgestellt werden und dann da auch mal umkippen. Am besten ist eine Taschenlampe wirklich mit möglichst langem Ladezeit, also möglichst kurzer Ladezeit mit möglichst langer Ladehaltung und möglichst hell soll die Taschenlampe natürlich auch sein, weil eine Taschenlampe, die nicht hell ist, die taugt nichts. So, genau. Das, denke ich, dürfte auch schon alles dazu gewesen sein. Man merkt, ich habe selber keine Ahnung, was ich groß erzählen soll über eine Taschenlampe. Ach. Naja, aber dafür ist dieses Format gedacht, ne? Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder mit dabei. Ich muss mich jetzt hinsetzen, die ganzen Videos bearbeiten, damit ihr die nächsten Tage was zu gucken habt, oder? Also, wir haben jetzt die Videos geschaut, Reinhard. Da ist nichts, null, gar nichts ist da bearbeitet. Du hast immer nur auf Aufnahme starten und Aufnahme beenden gedrückt. Oder halt jetzt gerade eben vorhin mal kurz auf Pause. Aber ansonsten ist da nichts bearbeitet. Du hast sogar nicht mal die Szenen rausgeschnitten, in denen du mit der Hand an die Kamera gehst. Nichts ist da bearbeitet. Behartet, weil das ist das letzte Video in der Reihenfolge. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Stream, im Video oder in den nächsten Formaten, Folgen, wie auch immer. Euer Drache, haut rein und tschö tschö. Und meine Haare gehen mir gerade auf die Nerven. Ciao. Und der Blick wandert wieder hoch zur Kamera, bei der man die Straße sehen kann. Sehr gut, Rainer, sehr gut. Wir machen weiter mit Folge Nummer 21. Ich verrat's nicht. Ihr könnt ja mal, Rainer wird uns ja jetzt verraten, was es geht. Na, also Rainer, deine Meinung zu... Metal, Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Und heute mal mit einer etwas anderen Folge. Achso, geht's nicht um deine Meinung? Wieder ein Meinungsvideo. Achso, ja. Oh, mein Stuhl. Ich habe übrigens mittlerweile wieder einen anderen Stuhl, weil mein Stuhl endgültig in einen Geist gegeben hat. Stimmt. Oh, ich erinnere mich. Ihr wisst ja, also ihr habt ihn ja gesehen, diesen tollen Gaming-Stuhl, den Rainerle da gehabt hat, in Feuerrot. Der ja sogar für Leute bis 200 Kilo ausgelegt war oder so. Ne? Ich weiß gar nicht mehr die genaue Gewichtsgrenze, die da gewesen ist. Aber schon für etwas korpulentere Menschen mit mehr Gewicht. Auf jeden Fall ist dieser Stuhl kaputt gegangen. Er hat nicht so lange gehalten. Ich glaube, es waren 3 Monate, 4 Monate oder so. Es war nicht so lange auf jeden Fall. Und ja, der war dann einfach weg. Dieser Stuhl, den Rainer sich da geholt hat. Keine Sorge, er wird ihn sich nochmal holen. Aber in der Zwischenzeit nutzt Reinhard einen Stuhl ohne Lehne. Ich glaube, es war so einer der ersten Stühle, die er in seinem Leben besessen hat. So ein Büro, so ein kleiner Bürostuhl. Ne? Aber da ist auch die Lehne kaputt gegangen. Den muss Reinhard jetzt nutzen. Noch nicht mal einen Monat. Ah, okay. Sorry, ich hatte dem Stuhl viel, viel mehr Zeit zugemutet. Nein, 1 Monat nur. Ich habe Ersatzteile bestellt, ich weiß aber nicht, wann die kommen. Vielleicht schon beim nächsten Mal, vielleicht noch am heutigen Tag. Ich weiß es noch nicht. Also. Ja, aber warum sollte das deine Zuschauer interessieren? Zunächst mal, heute geht es um das Thema Fernbedienungen. Aber nicht um eine, nicht um zwei, nicht um drei, nicht mal um 4, 5 oder 6, sondern um das allgemeine Thema Fernbedienungen. Denn ich habe hier jetzt gerade 5 Stück liegen. Hier ist noch eine 6. Und ich habe noch viel, viel mehr.
Und in der heutigen Zeit ist es ja nicht selten so, dass man oft, ich habe jetzt keinen anderen Controller da, deswegen sage ich das so, auch noch einen Controller für die Xbox oder ähnliches benutzt, um auch noch damit irgendwie zu steuern. Mittlerweile auch über Funk. Tja, und das ist nämlich das Problem an der Sache. Wir haben die Controller, wir haben die Fernbedienungen und so weiter. Was macht man jetzt? Man nutzt alle Fernbedienungen oder man besorgt sich so eine Universalfernbedienung. Es gibt seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahrzehnten mittlerweile, eine sogenannte, wie genau heißt die? Ich benutze die nicht, deswegen muss ich jetzt überlegen. Allround? Nee, nicht Allround. Universal. Ihr wisst schon, so eine Fernbedienung, mit denen man alle Fernbedienungen, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich benutze die, wie gesagt, auch nicht. Hm. Eine Fernbedienung, mit der man alle Fernbedienungen, universal ist das richtige Wort. Eine Universalfernbedienung. Und damit kann man normalerweise viele verschiedene Geräte mit einer Fernbedienung kontrollieren. Meistens hat die dann vorne so, das hier ist sogar ein gutes Beispiel, ähnlich wie die Fernbedienung hier mit den DVD, TV und so weiter, in verschiedenen einzelnen Stats, hat auch zum Beispiel die Universalfernbedienung verschiedene. Das hier ist übrigens keine, das ist die Original von meinem Yamaha, von meiner Anlage. Ich weiß auch gar nicht, warum da CD-Scan draufsteht, weil ich habe gar keinen CD-Player. Ja, so eine wird wahrscheinlich so eine Standardfernbedienung sein, die für mehrere Geräte ausgelegt ist. Und damit die halt nicht für jedes Gerät irgendwie eine andere Fernbedienung pressen mussten, haben die einfach für mehrere Geräte halt eine Fernbedienung hergestellt. Und da waren dann halt auch alle Knöpfe drauf, die du auch eventuell nicht nutzen kannst, musst. Außerdem ist so eine Anlage ja auch in der Regel, zumindest die älteren Modelle, in der erweiterbar gewesen. Und dann hättest du eventuell so einen CD-Wechsler noch dabei gehabt oder irgendwas. Beziehungsweise meine Anlage hat keinen CD-Player eingebaut, weil es ist eine richtige, egal. Na. So, genau. Heutzutage kann man wirklich alles steuern. Ich mache es jetzt mal nicht mit der hier, ich studiere mal wieder weg. Mhm. Sondern ich mache es mit der hier. Hm. Toll. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Man kann heutzutage alles, sogar Licht mit Fernbedienungen steuern. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das erste Mal meine Lampe mit Fernbedienung geleuchtet habe. Ich bin noch ein bisschen neben der Spur, ich bin erst aufgestanden. Das macht er gerne, ne? Er steht wirklich gerne auf und setzt sich direkt vor den Rechner und haut so ein Video raus. Anstatt erstmal klar zu kommen, was weiß ich, Kaffee zu trinken, Tee oder was weiß ich, und erstmal seine Gedanken zu sortieren. Nö, das wird sich halt entschuldigt und sagt, ja, ich bin gerade auf schon, tut mir leid. Augen reiben, gehen und weiter geht's. Von einer Stunde oder so. Mm. ja, ich habe schon mal eine Fernbedienung gehabt für eine Lampe. Und zwar war das so eine kleine Stehlampe. Das ist ziemlich cool gewesen. Das fand ich damals schon geil. Und jetzt ist es so, dass ich hier aktuell 4 Fernbedienungen habe, die ich aktuell aktiv benutze. Das sind einmal die beiden hier, ziemlich große Teile. Mhm. Und dann sind es die beiden hier. Das hier ist für meinen Ventilator. Das hier ist für die Lampe, die ich habe. Das hier ist mein DVD-Player. Mhm. Und das hier, oder mein Blu-ray-Player. Und das hier ist meine Anlage. So, hauptsächlich benutze ich tatsächlich eigentlich sogar bloß diese 3. Denn mit der Fernbedienung hier schalte ich den Fernseher ein und aus. Und zwar hiermit. Jetzt fragt ihr euch, was? Du hast gerade gesagt, das ist ein Blu-ray-Player. Naja, das hier ist tatsächlich eine Fernbedienung mit einer universalen Möglichkeit. Und zwar habe ich einmal den TV und einmal meinen DVD-Player zum Einschalten. Bonus-View. Und das ist sehr praktisch. Denn ich kann meinen DVD-Player bzw. meinen Blu-ray-Player von Samsung kontrollieren und meinen neuen. Von Samsung? Ja, 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 okay. Ach, Reinerle. Ich nutze tatsächlich nur eine Fernbedienung. Das ist die von meinem Fire TV-Stick. Der Fernsehen gucke ich so fast kaum. Wenn, dann schaue ich mir höchstens was auf YouTube an oder auf einen der Streaming-Dienste. Aber ansonsten, ja, reguläres Fernsehen schaue ich fast gar nicht mehr. Deswegen fast die einzige Fernbedienung, die ich zurzeit nutze, ist die Fire TV Fernbedienung, weil die halt auch meinen Fernseher an und aus und leise macht und lauter natürlich.
So eine tolle Disco-Beleuchtung besitze ich nicht. Brauche ich auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, vielleicht bin ich dafür zu alt. Wer weiß das schon. Und eine Anlage besitze ich jetzt auch nicht, so eine großartige wie du. Meine ist mit meinem PC verbunden. Ja, aber ansonsten mache ich auch nicht großartig Party in meiner Wohnung, sodass die Wände scheppern oder sich die Nachbarn beschweren. Ja. Mein Fernseher mit Samsung. Und deswegen ist es ziemlich praktisch, weil ich damit auch schon ein paar Kleinigkeiten machen kann. Kleinigkeiten. Allerdings beschränkt es sich dabei auf Einschalten, Ausschalten und auf den Kanal wechseln. Zumindest, soweit ich weiß. Ich habe die Fernbedienung noch nicht aktiv genutzt, aber ich benutze sie sowieso nur, um einzuschalten, wenn ich überhaupt die Fernbedienung nutze. Meistens, wenn ich aufstehe, gehe ich jetzt in meiner Kaffeemaschine in der Früh und dann drücke ich meistens einfach auf den Knopf. Das heißt, die Fernbedienung hier fällt normalerweise schon weg. Bleiben noch 3 Stück übrig. So. Die Fernbedienung hier liegt momentan ziemlich viel im Schlafzimmer, weil ich meinen Ventilator viel im Schlafzimmer habe. Benutze ich aber fast jeden Tag. Die Fernbedienung hier benutze ich jederzeit. Einmal zum Einschalten und Ausschalten. Einmal zum Umschalten auf verschiedene Farben. Und ich habe nicht wenige. Und einmal für die Helligkeit der Lampe. Das ist wirklich toll, Reinhard. Wirklich, so. Ja. Tatsächlich benutze ich die hier sogar am häufigsten. Ja, glaube ich. Was ich relativ selten benutze, ist diese hier. Was war das nochmal? Ja, dreckig. Egal. Ja, das ist ja dein Motto. Aber ich benutze die relativ selten, aber man sieht auch, ich benutze genau diese beiden Tasten ziemlich häufig. Die kriegt man auch gar nicht ab. Ich glaube, das ist die Farbe, die abgegangen ist. Egal. Jedenfalls benutze ich hauptsächlich die beiden Tasten, weil es lauter und leiser von meiner Fernbedienung ist. Manchmal benutze ich auch noch wirklich hinten die farbigen Tasten. Das ist nämlich so, dass Rot ist Movie, Grün ist Musik, Gelb ist 5.1 und was ist denn Blau? Keine Ahnung, was Blau ist. So. Aber es leuchtet blau. Blau benutze ich, glaube ich, nicht. Genau. Davon abgesehen benutze ich die Fernbedienung eigentlich nicht, weil ich die für mich. Oh mein Gott. Ich nutze diese Fernbedienung. Die 3 hier, die nutze ich am häufigsten. Abgesehen davon nutze ich diese Fernbedienung gar nicht. Ach komm, ey. Was gucke ich mir hier an? Ernsthaft. Das benötige. Ich brauche sie für lauter leiser machen von meiner Anlage und das war's. Ab und zu gehe ich auch nochmal. Das sieht man auch hier. Ist ein bisschen abgegriffen. Ja. Kann das eigentlich sein, Rainer, dass die. Ist auch egal. Hier. Die Setup-Taste und die Option-Taste. Aber abgesehen davon brauche ich sie eigentlich nicht. Und selbst die benutze ich relativ selten. Das ist nämlich nur, wenn ich meinen Bass ein bisschen hoch oder ein bisschen runter drosseln möchte. Und ansonsten war es das eigentlich. So, was ist jetzt die allgemeine Meinung zu den Fernbedienungen? Zunächst mal, Fernbedienungen sind dafür da, um uns das Leben zu erleichtern. Man muss nicht aufstehen, man muss nicht per Hand umschalten. Was natürlich eigentlich schon wieder unserer Faulheit zuzuschreiben ist. Weil wenn man bedenkt, wie oft man eigentlich am Tag umschaltet. Wenn man jedes Mal aufstehen würde, zum Fernseher laufen würde, umschalten würde, wieder hinsetzen würde, nochmal aufstehen würde, nochmal umschalten würde und das Gleiche macht man den ganzen Tag. Und ganz. Ich möchte doch mal daran erinnern, dass Reinhard quasi in jedem Raum von seinem Haus da einen Rückenkratzer deponiert hatte. Ehrlich, wenn ich mir bedenke, gut, ich bin viel am Rechner, deswegen brauche ich fast nicht umschalten. Aber wenn ich mir bedenke, wie viel ich am Fernseher früher hätte umschalten müssen und ich habe eine sehr lange Zeit sogar keine Fernbedienung gehabt für meinen Receiver damals und für meinen Fernseher. Mein erster Fernseher zum Beispiel hatte gar keine Fernbedienung. Hatte er nicht. Ich musste aufstehen, hingehen und draufdrücken. Wow. Und laut und leise musste ich auch am Fernseher vorne machen. Ja, wenn du keine Fernbedienung hast, natürlich musst du das dann am Fernseher machen. Das erklärt sich ja von selbst. Und es ging nicht anders. Der hatte keine Fernbedienung. Ach. Beziehungsweise er hatte eine. Das war nämlich der ursprünglich im Wohnzimmer stand bei uns. Mhm. Aber. Naja. Aber.
Ja, es gab halt keine Fernbedienung für den Fernseher rein. Und der Punkt aus. Vielleicht haben die Batterien gefehlt, ne? Vielleicht war das so eine Monoblock-Batterie. Und die hattet ihr ja nicht, wie wir ja wissen aus deiner Meinungsvideo zu Batterieladegerät. Ja, der hatte zwar einen, aber das hat nichts gebracht. Das hat keinen Unterschied gemacht. Weil ich bin dann eigentlich, die hat eben nicht mehr funktioniert zu dem Zeitpunkt, dass ich den Fernseher. Die hat keinen Unterschied gemacht. Also bekommen habe, also habe ich keine gehabt. Und muss ganz ehrlich sagen, zu der Zeit bin ich manchmal nach, gut, man muss dazu sagen, ne, das war mit 12, 13, da war ich viel fitter, als ich dann später eine Fernbedienung hatte. Junge, du redest davon, um aufzustehen, um am Fernseher das Programm zu wechseln oder lauter und leiser zu machen. Da war ich viel fitter. Ey, sage mal, Rainer, wir reden hier nicht von irgendwie, dass du einen Sack Zement von irgendwie hochschleppen musstest, weil der Fahrstuhl kaputt ist. Nein, wir reden davon, dass du am Fernseher das Programm wechseln musstest. Das heißt, du musstest 2-3 Schritte gehen und die Patschehändchen nutzen, ne? Und ey, das ist doch nicht dein Ernst. Da merkt man mal wieder, was für eine Fitness dieser Mensch besitzt. Gar keine. Da bin ich halt immer fauler geworden. Ja. Und ja, durch Fernbedienungen. Fernbedienungen sind schuld daran, dass Reinhard so zugenommen hat und so faul geworden ist. Das ist eigentlich so ein. Es sind immer die anderen schuld, immer. Eigentlich eine schöne Anekdote an unser ganzes Leben. Ach Quatsch. So ein Quatsch, Reinhard. Es ist eine Erleichterung. Das heißt ja noch lange nicht, ne, dass du deswegen nie wieder aufstehen musst von der Couch. Umso mehr wir unser Leben erleichtern, umso fauler werden wir. Nein. Nein, das stimmt doch nicht. Dafür hast du Zeit, was anderes zu tun. Mensch. Das trifft nicht auf alle Menschen zu, aber doch auf viele. Und eine Universalfernbedienung ist dann noch fauler, weil. Wieso ist das noch fauler? Weil ich dann nicht unbedingt alle Fernbedienungen da auf einem großen Haufen lagern muss, sondern nur noch eine Fernbedienung brauche. Das hat doch nichts mit Faulheit zu tun. Man hat eine Fernbedienung für alles. Ja. Das heißt, man braucht überhaupt nicht mehr aufstehen. Ja, aber warum muss ich zum Fernbedienung wechseln aufstehen? Du hast doch auch alle Fernbedienungen da auf dem Tisch gehabt. Was allerdings viele irgendwie immer das Problem haben, ist, ihre Fernbedienung zu finden. Ich persönlich habe damit normalerweise kein Problem. Ich habe hier an meinem Rechner habe ich einen festen Platz. Die liegen immer hier an der Seite. Ja, alle 6-7 Fernbedienungen auf dem Haufen. Immer. Mhm. Und ich lege die auch immer wieder dann dahin, wenn ich sie benutzt habe. Ja. Aber viele haben sowas gar nicht. Was, ein Platz? Platz, um Fernbedienungen abzulegen? Doch. Einen festen Platz für die Fernbedienung ist immer sinnvoll und wichtig. Wenn man aber zum Beispiel auf dem Sofa liegt, dann legt man sie immer schnell neben sich, dann rutscht sie in der Ritze, dann findet man sie nicht mehr, dann steht man auf, dann setzt man sich wieder hin, dann kommt man vielleicht irgendwie blöd hin und vielleicht ist dann in der Sofaritze, das ist bei meinem Sofa zum Beispiel so, vorne, wo das Sofa ist, also wo die Kante vom Sofa ist und es in die Lehne übergeht, von der Kante, von der Sitzfläche geht es in die Lehne über und in der Kante, wenn meine Fernbedienung in die Kante rutscht und an der Seite vorne rausschaut, und ich aufstehe oder mich hinsetze, dann bewegt sich ja das Sofa ein bisschen und da ist eine harte Kante. Und ich habe schon meine Fernbedienung auf die Art und Weise verloren. Denn die ist da reingerutscht, ich bin aufgestanden und krach. Und ich schaue, was ist denn jetzt passiert? Schau an der Seite, Fernbedienung in 2 Teile. Ja gut, dass ich mich darüber tierisch aufgeregt habe, brauche ich, glaube ich, kaum zu erzählen, oder? Du bist aufgestanden und dann ist die Fernbedienung kaputt gegangen? Ist das gerade richtig verstanden? Oder ist es nicht eher so, dass die Fernbedienung da reingerutscht ist, du dich wieder hingesetzt hast und dann auf die Fernbedienung und dann krach? Das könnte ich ja noch irgendwie nachvollziehen, aber aufstehen und dann geht die Fernbedienung kaputt? Okay. Na gut. Oder meint er, die ragt dann so ein Stück heraus und er kommt dann mit dem Bein gegen, wenn er sich bewegt? Ach, keine Ahnung. Ist ja egal. Reinhard schrottet Fernbedienungen alleine durchs Aufstehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, man sieht an meinen Fernbedienungen, das hier zum Beispiel ist die Fernbedienung von meinem anderen Fernseher, man sieht an meinen Fernbedienungen immer gut, wie ich drauf bin. Ja, so wie mit deiner Taschenlampe.
Oder mit allem anderen, was dir gehört. Ja. Weißt halt nicht den Wert der Dinge zu schätzen, die du da besitzt. Und zwar habe ich immer das Problem, dass meine Fernbedienung aus irgendeinem Grund immer schnell den Geist aufgeben. Aus irgendeinem Grund. Niemand weiß warum. Eigentlich müsste er die Polizei und das Kommissariat einschalten, weil immer seine Fernbedienung auf mysteriöse Art und Weise hier kaputt gehen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das Problem nur bis zum Toshiba hatte. Mhm. Der Toshiba, ich habe dann am Toshiba mal an der Fernbedienung was machen müssen. Das habe ich dann getan. Deswegen hat er hier vorne auch kein Plastik mehr drüber. Und seitdem geht alles. Übrigens hat auch mein Toshiba verschiedene Funktionen. Und ja, das ist, hat eigentlich von Anfang an funktioniert und seitdem funktioniert das auch. Ja, außer du musstest halt dran was machen. Aber ja. Und ich brauche mir seither auch keinen Kopf mehr machen. Mhm. Meine ganzen anderen Fernbedienungen sind alle in Ordnung. Die hier habe ich nie aufmachen müssen. Glaube ich. Nee, die habe ich nie aufmachen müssen. Warum auch? Wenn man pfleglich mit seinen Gerätschaften umgeht, Renalde, dann danken die einem das in der Regel auch mit Langlebigkeit. Und das gilt auch für andere Fernbedienungen. Aber ja, bis zum Toshiba, ich hatte bestimmt 15 Fernbedienungen und inklusive... Wieso hast du eigentlich immer 10, 15 Sachen von irgendetwas? Mensch, pass doch mal auf deine Sachen auf. Taschenlampen oder was weiß ich. Irgendwie geht alles kaputt bei dir. Universalfamilien und die sind mir immer verschütt gegangen. Verschütt? Ich weiß nicht, woran sie jetzt... Rainer, wie können denn Fernbedienungen verschütt gehen? Also, nein, das... Wie? Ist da irgendwo ein schwarzes Loch oder was? Es liegt, dass sie nicht mehr kaputt geht. Vielleicht, weil ich besser darauf aufpasse. Vielleicht, weil ich sie nicht mehr so häufig benutze. Weil letzten Endes, wie oft benutze ich die Fernbedienung? Ich benutze sie zum Einschalten vom Fernseher und zum lauter leiser machen benutze ich dann die hier. Ja, das hast du schon erzählt. Mehr nutze ich nicht. Na gut. Darüber hinaus ist es jetzt so, dass ich von Fernbedienungen immer... Ich weiß nicht, was ich von Fernbedienungen halten soll. Auf der einen Seite, wie gesagt, sind sie schon schön, weil sie einem das Leben erleichtern. Aber Fernbedienungen haben mir meine Fitness versaut. Auf der anderen Seite, man wird schon sehr faul dadurch. Ach, so ein Quatsch. Es ist mir noch nie im Leben eingefallen, dass ich durch eine Fernbedienung faul geworden bin. Also wirklich. Einer. Das könnte ich ja irgendwie verstehen, wenn du das über ein Auto sagst. Ich habe mir ein Auto angeschafft und seitdem bewege ich mich halt nicht mehr so viel oder laufe so viel durch die Gegend. Wofür ich halt früher den Kilometer bin ich halt gegangen, jetzt fahre ich den mit dem Auto. Darüber könnte man diskutieren. Ne? Aber Fernbedienungen. Noch nie im Leben habe ich jemanden sagen hören, dass er faul geworden ist durch die Fernbedienung und halt nicht mehr so fit ist. Also auf dem Level sind wir schon. Get on my level, Reinerle. Beziehungsweise don't get on your level. Don't get on Reinerles level. So muss man das sagen. So, das könnte man auf ein T-Shirt drucken. Naja, meine Meinung zur Fernbedienungen. Und also im Sinne von Fitness, ne? Sie sind sinnvoll. Ja, und in verschiedenen anderen Sachen. Ja, sie sind sinnvoll, Reinalde, aber sie machen einen zu einem Faulpelz und man nimmt dazu ordentlich zu. Aber man wird faul. Genau. Und das wäre auch mein Fazit dazu. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschö, tschö. Dass du das wirklich ernst meinst. Unglaublich. Boah, Rainer, ich werde ab sofort alle meine Fernbedienungen werde ich wegschmeißen. Ne? Naja. Ja. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit für ein weiteres Meinungsvideo. Numero 22. Handys. Auf geht's. Das hier war übrigens tatsächlich mal eins von Rainer, des Intros, ne? Also dieser Text, nur falls du es jetzt nicht wusstest, hat Rainer so mal für ein Intro genutzt.
So, in der letzten Folge habe ich vergessen zu sagen, was in dieser Folge dran geht. Erstmal Metal Reinerle, ne? Hallo? Guten Tag. Darum, worum es in dieser Folge geht. In der letzten Folge ging es um Fernbedienungen. Richtig. Und in dieser Folge will ich mal über Handys sprechen. Handys sind sinnvoll, aber sie haben uns ganz schön faul gemacht. Ich habe jetzt nur ein Handy da, aber ich habe verschiedene Handys im Laufe meines Lebens gehabt. Ja, natürlich, 15 Stück. Mein Nokia 3310. Mein zweites war ein Motorola C470, glaube ich. Ja, ich hatte tatsächlich auch das Nokia 3310 oder 3330. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich selber aus. Keine Ahnung. Ich glaube, es war 3310. Das typische Graue, ne? Wunderbar mit Space Invaders und Snake. Oder war 3330 das mit? Ach, ist doch egal. Und dann hatte ich auch so ein Nokia irgendwas. Keine Ahnung. Das nächste war ein Motor Razer. Dann hatte ich zwischendurch noch ein zweites Motor Razer, weil mein erstes kaputt ging. Was damals echt nervig war, weil dieses Ding kostete 150 Euro. Das war für damalige Verhältnisse war das teuer für ein Handy, nur so als Info. Ja. Dann nach dem Motor Racer, was habe ich mir nach dem Motor Racer geholt? Ich hatte zwischendurch dann noch ein Samsung Corby. Samsung. War aber nie besonders begeistert davon. Und nach dem Samsung Corby kam dann eigentlich auch schon mein iPhone 3. Das hatte ich aber ganz schnell umgetauscht und habe mir ein HTC dafür geben lassen. Echt? Und okay. Das HTC damals war richtig, richtig geil, weil das war so ein richtiger kleiner Rechner und man hatte ja, also ich weiß, dass zwei aus meiner Familie sogar hatten auch so ein HTC. Die fanden es gar nicht so geil. Also es war geprägt durch Abstürze und von der Leistung her nicht so toll. Also die waren nicht so begeistert davon und haben dann tatsächlich eher auf Apple umgemünzt. Also quasi genau das Gegenteil, was du gemacht hast. Ähnlich wie beim iPhone damals. Zugriff auf vernünftiges Internet. Weil die ursprünglichen Handys bis zum Motorola, bis zum HTC, hatten ja dieses Handy-Internet, sag ich mal. Und das ist nicht das richtige Internet gewesen, sondern es war so eine Art WPS hieß es, glaube ich, ne? Abklatsch vom Internet fürs Handy. Aber mit Handys selber, mit HTC und alles, hatte man dann endlich, oder auch mit iPhone, hatte man dann endlich Zugriff auf vernünftiges Internet. Man konnte Sachen googeln und so weiter. Damals habe ich mir dann auch einen Vertrag zugelegt. Und nach dem HTC habe ich dann auch ein zweites HTC gehabt. Dann habe ich zwischendurch nochmal das Samsung Copy benutzt, das ich immer noch hatte. Und dann bin ich irgendwann auf einem Huawei hängen geblieben. Das war so ein ganz billiges Huawei für 80 Euro. Das habe ich dann irgendwann geschrottet. Dann habe ich mir ein zweites zugelegt für 50 Euro. Dann war es nämlich billiger zu dem Zeitpunkt, weil es schon älter war. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt, das war dann schon 2014 oder 15, da kam dann irgendwann jemand auf mich zu, da habe ich ja schon YouTube und Videos und Streams gemacht und hat gemeint, hey, er hätte die Möglichkeit, ein Huawei zu sponsern. Und daraus wurde dann das Huawei Honor, das ich dann am Ende benutzt habe. Und davon habe ich mir dann ein zweites nochmal selbst gekauft. Das hat dann über 250 Euro gekostet. Warum auch immer. Und danach kam jetzt das Handy, was ich jetzt benutze, mein Aukitel. Ja. Natürlich, wenn man jetzt mal ein Aukitel neben einem Nokia 3310 legt, ist natürlich erst einmal die Größe beeindruckend. Das kannst du doch gar nicht mehr vergleichen, Reinhard. Diese Mobiltelefone von damals und die Smartphones von heute, die kannst du nicht vergleichen. Früher hat man gesagt, dass ein HTC, früher hat man zu den Nokia 3310 gesagt, als man dann älter hatte und später andere Handys hatte, dünnere Handys, leichtere Handys, sagte man zu denen Steinzeitknochen. Hat sich nicht viel verändert. Das ist nämlich ein Backstein. Ach, Rainer. Es ist schwerer, als es hat jetzt, als es Nokia damals. Ach. Hat aber natürlich auch weit viel. 3 Minuten. 3 Minuten. Bist immer noch nicht bei deiner Bestzeit von 10 Sekunden, wo du mal dein Video neu starten solltest, aber 3 Minuten, ja. Ich will eigentlich sagen, hat weit mehr und viel mehr. Aber irgendwie kommt da weit viel mehr raus. Hat weit mehr Funktionen als natürlich das HTC, das Nokia 3310 damals.
Natürlich hat man Apps drauf, man hat Internet drauf, man hat Funktionen und so weiter. Man hat WLAN, man hat Bluetooth. Hm. In meinem Fall jetzt nicht, aber man hat auch noch meist. Was? Dein Handy hat kein Bluetooth? Echt? Was ist denn das für ein rückständiges Handy? Bei vielen Handys hat man auch noch Infrarot. Habe ich jetzt mit meinem Handy nicht, aber gut. Boah, das, ja, nee, das wüsste ich nicht, dass das noch irgendein Handy. Also vielleicht gibt es diese Funktion noch irgendwo, dass jemand ein Handy mit Infrarot hat, aber nö, wüsste nicht. Wozu? Es gibt viele Dinge, die man damit hat. Es gibt viele Dinge, die man damit machen kann. Hm. Und es ist natürlich schon praktisch, dass man auch unterwegs jederzeit auf zum Beispiel Navigationssystem zugreifen kann, auf Internet zugreifen kann, auf Google zugreifen kann. Ja, das schließt das Internet quasi mit ein. Aber ja. YouTube-Videos schauen, Netflix schauen, viele verschiedene Serien schauen, Disney Plus schauen und so weiter. Das ist schon sehr praktisch und sehr von Vorteil natürlich. Aber auf der anderen Seite, ähnlich wie bei den Fernbedienungen, ist es auch bei den Handys, dass sie uns fauler machen. Und vor allem machen sie viele Leute wuschig im Kopf, habe ich festgestellt. Wuschig? Und ja, Rainer hat tatsächlich schon wieder die Argumentation gebracht, dass ein Handy toll ist, aber sie machen einen faul. Ach, Rainer, es kommt vielleicht auch immer irgendwie auf den Menschen an, der dieses Gerät bedient, ne? Eine Fernbedienung oder ein Handy. Und zwar nicht auf die gute Art. Es gibt nämlich viele Leute, die dann hergehen und sagen, hey, das ist voll krass. Und dann den ganzen Tag, die Leute laufen so durch die Gegend, so. Ach komm, Rainer, bitte. Ja, die Leute schauen viel zu sehr aufs Display, vor allem im Straßenverkehr oder im Allgemeinen als Fußgänger. Ne? Gibt ja dieses Phänomen Zombies oder so, ist nicht, glaube ich, ne? Smartphone-Zombies. Die dann einfach gar nicht mehr ihre Umwelt wahrnehmen und dann bei Rot über die Ampel laufen, weil sie halt völlig im Wahn auf ihren Bildschirm starren. Gab ja auch diese, ich glaube, ich habe es mal irgendwo gesehen, in Japan, wo die dann auf dem Boden vor der Ampel halt auch quasi Zeichen hingemacht haben, dass hier eine Ampel ist. Die Leute aufhören, über die Straße zu laufen, während sie aufs Handy starren. Aber ja, Reinhard, ich weiß schon, was du meinst. Ist natürlich völlig übertrieben, was du da zeigst. Ne? Soll es wahrscheinlich auch sein. Ist halt überspitzte Kritik, denke ich mir mal. Ja. Und ich denke mir jedes Mal so. Ach, Reinhard, du bist doch der Erste, der überhaupt mit diesem Handy unterwegs ist. Du schaust doch die ganze Zeit nur aufs Handy. Warum? Klar schaue ich auch mal in mein Handy, wenn ich unterwegs bin, ob ich eine SMS gekriegt habe, eine WhatsApp-Nachricht, meine Freundin mir geschrieben hat oder sonst was. Ach übrigens, danke Schmusemaus. Boah, das ist so Fremdscham, es ist so Fremdscham. Meine Schmusemaus hat mir heute was geschickt. Danke Schmusemaus. Jedenfalls, Was ist... Meine Güte, Rainer. Handys machen uns faul. Mach dir doch nichts vor. Das ist wieder dein Bärchen. Ne? Wir wissen doch alle, dass die dich nur verarscht. Ne? Es ist wäre nichts Neues. Und ich glaube, es gibt dann tatsächlich auch irgendwelche Bärchen-Leaks zu dieser Kette. Ich meine da nämlich in Erinnerung zu haben, dass sie bei Amazon 5 Euro kostet oder so. Ja. Handys machen uns irgendwie kopfkrank, finde ich. Kopfkrank jetzt. Klar ist ein Handy wichtig, aber zum Beispiel würde ich meinen Kindern, bevor sie 15, 16 sind, kein Smartphone in die Hand drücken. Ja, viel Spaß, dieses Kind in der Schule zu haben. Das wäre auf jeden Fall sofort der Außenseiter. Du hast doch selber gesehen, Reinhard, was passiert, wenn man jemandem vom Internet fernhält. Ne? Am eigenen Leib. Dein Vater hat ja doch auch das Internet verboten zu seinen Lebzeiten. Und du bist dann quasi ins Internet gestolpert mit all den Gefahren. Wichtig ist halt, die Kinder oder den Nachwuchs in diese Welt des Internets, sage ich jetzt mal, gemeinsam einzuführen.
und die das erkunden zu lassen, halt mit ja, Parametern wie Elternschutz und was weiß ich nicht, beziehungsweise Kindersicherungen ja, beim Handy. Aber ein Kind erst ab 15, 16 ein Handy zu haben, guck dir doch mal die Schulhöfe an. Die laufen da auf jeden Fall schon mit ab 12, 11 mit Handys durch die Gegend. Ja? Und dann, wenn du halt kein Handy hast, bist du auf jeden Fall Außenseiter. Das müsstest du doch eigentlich wissen. Reinhalle. Ja. Ob das jetzt das neueste Modell sein muss, iPhone schieß mich tot, 20 oder so, was auch immer da gerade aktuell ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Ne? Da, aber das ist halt auch so ein Thema wie Markenklamotten und alles Mögliche. Ja, da muss man sich halt mitten auseinandersetzen. Aber wirst du höchstwahrscheinlich nie, Reinhalle. Und Gott sei Dank. Und ich finde, 15, 16 ist schon ein heikles Thema. Nee, 15, 16 ist auf jeden Fall das ein gutes Alter, um auch schon mit dem Handy unterwegs zu sein. 15, 16. In der heutigen Zeit. Ich würde ihnen ein Handy geben, aber das wäre dann wahrscheinlich etwas, was halt zum Telefonieren geeignet ist und so weiter. Ich würde ihnen durchaus auch die Möglichkeit geben, sich mit den Handys auseinanderzusetzen, damit sie nicht ganz aufgeschmissen sind, wenn sie dann wirklich eins bekommen. Mhm. Aber ich würde definitiv darauf achten, was sie machen damit. Liebe Kinder, plärrt nicht eure Adresse ins Netz hinaus und sagt, kommt zu mir. Ach ja. Ja, da ist Reinalde hat da natürlich die perfekten Beispiele parat, was man nicht machen sollte im Internet. Um sich halt nicht unbeliebt zu machen. Die Sache ist die... Beziehungsweise um sich unbeliebt zu machen. Das ist jetzt nur ein ganz grobes Beispiel, aber zum Beispiel regen sich momentan viele Menschen darüber auf, Kinderpornografie und so weiter. Das ist... Ach du Scheiße, komm schon. Viele Menschen regen sich zurzeit darüber auf. Willst du das jetzt relativieren oder wie geht der Satz weiter? Ich habe Angst, auf Fortsetzen zu drücken. Ich habe Angst. Reinalde, die Menschen, würde ich jetzt einfach mal so per se behaupten, regen sich zu Recht über dieses Thema auf. Ne? Also, dass es natürlich falsch ist. Aber rede mal weiter. Vollkommen in Ordnung, darüber lege ich mich auch auf. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass auf der anderen Seite die Leute dann ihren achtjährigen Kindern ein Smartphone in die Hand drücken, wo sie im Internet eine Milliarde Pornos sehen können. Ja, das ist halt unverantwortungslos, ne? Und in der Regel drückt man einem Achtjährigen ja auch kein Handy in die Hand ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen. Auf der einen Seite wollen die Menschen ihre Kinder beschützen. Und das ist richtig. Auf der anderen Seite sind sie so blind. Also meine Kinder sollen eigentlich kein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen, bis sie mindestens 15, 16 sind. Ja, und das ist falsch, Rainer, das ist falsch. So lernen sie den Umgang ja nicht. Und wie gesagt, es gibt doch Möglichkeiten, es gibt doch Kindersicherungen. Vielleicht 14, wenn sie sehr erwachsen sind. Es kommt natürlich darauf an, wie sie sich verhalten. Ach so. Wenn meine Kinder reif sind, ja. Oh, hör bitte auf, über deine Kinder zu reden, Rainer. Und ich weiß, dass ich diesen Kindern vertrauen kann, also meinen Kindern vertrauen kann. Dann kann man vielleicht drüber reden, ob man vielleicht schon mit 14 oder auch sogar schon vielleicht mit 13 den Kindern ein Smartphone in die Hand drückt. Aber bevor die wirklich 13, 14 sind, beziehungsweise 14, 15 sind, bekommen die kein Smartphone von mir. Die bekommen ein Handy mit Karte, mit Geld, damit sie mit ihren Freunden schreiben können und dass sie auch, dass sie ihren Freunden schreiben können und dass sie auch zum Beispiel zu mir oder zu ihrer Mutter anrufen können, wenn sie abgeholt werden müssen, wenn sie Probleme in der Schule haben, wenn irgendwas anderes los ist. Dafür haben sie ein Handy. Und dafür ist es gedacht. Vielleicht würde ich sogar einen Vertrag machen, wo die Möglichkeit haben, bei mir direkt anzurufen oder so. Also bei mir und bei der Mama. Aber definitiv würde ich meinen Kindern vorher kein Handy in die Hand drücken. Ich habe hier schon Kinder vor der Haustür gehabt, von erwachsenen Leuten, Kinder, wo sie mich haten mit ihren Kindern und ein 5-jähriges, 6-jähriges Kind mit einem Handy auf mich zeigt. Boah. Und es hatte zufällig auch ein Paulaner in der Hand dabei? Oder hattest du das Paulaner in der Hand?
Kein Scheiß. Also dieses Kind, das war wirklich klein. Mir erzählt keiner, dass das Kind älter als 8 war. Klar. Erzählt mir keiner. Und ich weiß nicht, das ist total. Und ja, kommt mir jetzt bitte nicht mit Kleinwüchsigkeit und so. Nein, mir ist schon klar, dass es Menschen gibt, die kleinwüchsig sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass das auch so ein Kind war. Glaube ich nämlich nicht. Das ist Kleinwüchsige sind aber auch nicht unbedingt Kinder rein. Oder? Das hat auch was mit dem Verhalten zu tun. Außerdem erkennt man auch bei Kleinwüchsigen ein bisschen das Alter im Gesicht. Und das war bei den Kindern definitiv nicht der Fall. Also, nee, sorry, Alter, aber das haut wirklich nicht hin. Wobei, darf man übrigens kleinwüchsig sagen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht politisch unkorrekt ausgedrückt. Falls doch, Entschuldigung. Jetzt fährt mein Nachbar hier vorbei. Ja, man hat also so gut wie nichts gehört. Also ein bisschen, ja. Aber hättest du einfach weitergeredet, hätte es eigentlich nicht gestört. Also, so machst du halt mehr draus, als was es eigentlich ist. Handys sind leichter für unser Leben. Sie erleichtern uns das Leben, so rum. Und es ist natürlich sinnvoll, dass man ein Handy hat, schon alleine, um bei den Eltern anzurufen, dass sie abgeholt werden müssen oder dass irgendwas schiefgelaufen ist oder um irgendwas anderes mitzuteilen. Oder sogar, um vielleicht mal zu fragen, hey, heute kommt der Chris, darf er heute bei mir übernachten? Und dann kann man sagen, naja, wenn der Chris daheim angerufen hat und seine Eltern es okay gegeben haben, ja. Außerdem, ja, jetzt schweife ich ein bisschen zu sehr in die Richtung Eltern ab. Ich beschäftige mich momentan mit dem Thema sehr intensiv, wie ihr gemerkt haben dürftet. Ja, macht sich wahrscheinlich Hoffnungen. Wie immer. Nee, alles gut. Also, ja. Momentan ist es echt übel. Also, Handys, Tablets, Smartphones sind generell eine Sache, die sehr gut sind, weil sie unser Leben bereichern und weil sie unser Leben verbessern. Ja, wie oft willst du das jetzt eigentlich wiederholen? Gleichzeitig sind sie aber ziemlich schädlich für uns, weil ich habe schon Leute gesehen, die wegen dem Handy in der Hand gegen einen Pfeiler gelaufen sind. Ich habe schon Menschen gesehen, die vor ein Auto gelaufen sind, wo die Person ganz knapp noch bremsen konnte. Klar. Ich habe sogar schon gesehen, wo so ein Hämpfling, so ein Riesentypen wie mich, so einen richtigen, allerdings nicht so dick wie ich, sondern eher so Bodybuilder-mäßig, umgerannt hat. Klar. Dass der Typ davon nicht begeistert war, brauche ich kaum zu erzählen, oder? Ich meine, gut, er hat ihm nichts getan letzten Endes, aber der hat ihn ordentlich zusammengestaucht. Ich glaube, der wird nicht mehr so schnell mit dem Handy in der Nase, mit der Nase im Handy rumlaufen. Und wenn doch, wird er ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, letzten Endes ist es immer ein bisschen schwierig, das Ganze zu unterscheiden zwischen Ja und Nein, zwischen Gut und Böse, zwischen Hin und Her. Willst du mir etwa sagen, Rainerle, es kommt auf den Endverbraucher drauf an? Es kommt wirklich immer drauf an, Rainerle, was man daraus macht. Mit einem Smartphone kannst du halt alles Mögliche machen. Du kannst es natürlich auch missbrauchen quasi zu diesen Zwecken, indem du da völlig irrational, so wie du es ja beschreibst, durch die Gegend läufst. Ja. Ja, es kommt halt auf den Menschen an. Ich streite nicht ab, dass Handys für uns gut sind, weil sie uns bereichern, weil sie uns die Welt öffnen. Aber es ist halt auch gefährlich, wenn man das Ganze zu überdosiert. Es ist im Prinzip wie mit allem anderen auch. Zu viel des Guten ist immer noch schädlich. Deswegen gibt es diesen Spruch ja. So, ansonsten, wie haben sich die Handys heutzutage entwickelt? Also zunächst. Boah, Rainer, komm. Was soll das? Mein Handy zum Beispiel hat 3 Kameras. Das haben heutzutage auch viele Handys. Mein Handy hat eine Funktion, damit ich mit meinem. Ja, das könnt ihr sehen. Mein Handy hat die Funktion. Dass ich mit einem Knopfdruck öffnen kann. Ja. Und ich kann natürlich auch so öffnen, indem ich meinen Code eingebe. Ne? So. Dann hat es die Möglichkeit, in meinem Fall, es ist bruchsicheres Glas. An den Seiten bei mir ist an den Ecken Gummi. Das war mir wichtig, weil jedes Mal, wenn mein Handy runterfällt und auf die Kante fällt, habe ich jedes Mal einen zerrissenen Bildschirm. Das passiert mir mit dem Handy im Normalfall nicht. Wolltest du nicht gerade eigentlich über die Entwicklung der Handys reden? Jetzt machst du ja wieder so ein Aukitel-Vorstellungsvideo, so ein Promotion-Video. Toll. Und das ist mir auch schon runtergefallen. Ich habe ja auch natürlich hier hinten eine Liste bei den Kameras, weil es leider kein bruchsicheres Glas ist. Ach, das ist doch nicht.
nicht wahr, ey. Warum kannst du nicht einfach mal auf deine Sachen aufpassen, Rainer? Wirklich alles geht bei dir kaputt. So. Mein Handy ist unglaublich laut. Also das ist wirklich laut. Viele rennen ja mit ihren komischen Boxen rum. Das brauche ich fast gar nicht mit meinem Handy, weil mein Handy so laut ist, dass es selber schon fast eine Box ist. Aber die Qualität ist wahrscheinlich nicht so besonders. Lautstärke ist ja nicht gleich Qualität. Ich habe Internetzugriff mit dem Handy, ich habe WLAN, ich habe Bluetooth. Ich dachte, du hast kein Bluetooth. Hat er nicht gesagt, er hat kein Bluetooth? Ach so, egal. Hätte mich eigentlich auch gewundert, wenn dieses Handy kein Bluetooth hätte. Ich habe Navigationssystem. In meinem Fall vom Handy habe ich sogar noch Möglichkeiten für Warnsignale aussenden, Warnsignale schicken, Notrufe senden. Also spezielle Notrufe habe ich dafür. Spezielle? Das Handy ist für Outdoor. Es ist ein Survival-Handy, wo ich auch für, wenn ich unterwegs bin, benutzen kann. Ja, Rainer, ich glaube, du kannst jedes Mobiltelefon unterwegs benutzen. Das impliziert halt, dass der Begriff mobil. Genau. Und es hat auch viel mehr Funk, wie die meisten anderen Handys, die ich bisher hatte. Viel mehr Funk. So, was ist das schon wieder? Den ganzen Tag ist hier eingefahren, das ist unglaublich. Was lässt sich darüber noch sagen? Meine Meinung zu Handys allgemein, würde ich mal sagen. Schon wieder. Na dann, hau noch mal raus. Meine Meinung zu Handys ist im Prinzip ziemlich gespalten. Auf der einen Seite, wie gesagt, ähnlich wie bei den Fernbedienungen, nur beim Handy noch ein bisschen ausgeprägter. Erstens, ein Kind von 8 Jahren, sagen wir mal ein Kind ab 14, 15, 16, vorher hat das Kind kein Smartphone zu bekommen. Man kann es ihm mal geben, wenn man dabei sitzt, ein bisschen damit zu spielen und so weiter. Das ist gar kein Thema. Aber kein eigenes. Definitiv nicht. Und ich bin da deswegen so streng, weil ich genau weiß, wie ich bin. Und ich nicht möchte, dass meine Kinder auf die Art und Weise die Welt übersehen. Ich, wenn zum Beispiel spazieren gehe, ich habe zwar mein Handy immer dabei, aber es ist sehr oft einfach nur ausgeschaltet oder gar nicht ausgeschaltet, aber halt einfach in der Tasche im Standby-Modus. Und ich habe das dann auch gar nicht in der Hand oder ich laufe auch nicht damit rum. Ich kenne Leute, die rennen so in der Tasche. Die haben das Handy die ganze Zeit umklammert in der Tasche. So laufen die durch die Gegend. Und die ganze Zeit sind sie so hibbelig und so, Handy, 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 Handy. Und das ist die ganze Zeit, die haben das die ganze Zeit in der Tasche in der Hand. So ein Quatsch, Rainer. Außerdem hörst du doch die ganze Zeit Musik über das Handy, oder nicht? Ist das nicht auch irgendwie zu viel des Guten, wenn du die ganze Zeit Musik hörst? Geht dir da nicht auch einiges verloren von der Natur? Wenn du so durch die Gegend wanderst, dann kriegst du ja gar nicht mehr so quasi die Naturgeräusche mit. Ja, die natürlichen Geräusche, die eigentlich so vorherrschen. Weil du ja dich die ganze Zeit mit der Musik ablenkst. Da hast du auch noch nicht so drüber nachgedacht, ne? Und das ist so eine Sache, die geht mir total gegen den Strich. Was ich auch nicht mehr. Es kann dir doch auch völlig egal sein, was sie mit dem Handy in der Tasche machen. Wenn sie es die ganze Zeit angrabbeln wollen, dann lass sie doch. Und ja, natürlich kennst du solche Leute. Mag ist, wenn Leute die ganze Zeit am Handy sind, wenn man in einer Diskussion ist. Auch ich schreibe mal, wenn man redet oder sowas, kurz jemanden eine SMS, zum Beispiel meiner Freundin, weil meine Freundin ist mir. Ja, natürlich, wem sonst? Wichtiger als alles andere. Und noch nie getroffen, noch nicht einmal gesehen, aber es ist das Wichtigste überhaupt. Zumindest müssen wir Kinder haben, dann werden es wahrscheinlich auch Junge. Die Kinder sein, die mir sehr wichtig sind. Aber abgesehen davon ist meine. Wahrscheinlich noch nicht einmal drüber geredet. Aber jetzt im Stream, sobald wir ein Kind haben, ey. Freundin ist das Wichtigste für mich in meinem Leben. So. Und da, wenn ich mit Leuten rede, schreibe ich ihr auch mal kurz. Aber dann schreibe ich ihr nicht, ja, es ist mir gut und so weiter und bla 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 und 2 Stunden lang, sondern ich schreibe, hey Maus, ich melde mich später, ich habe gerade zu tun. Beziehungsweise ich habe gerade jemanden zu Besuch oder ich bin gerade bei jemandem zu Besuch oder ich habe gerade jemanden getroffen. Ich melde mich in 5 Minuten, 10 Minuten, wenn ich mit denen fertig bin und wenn ich dann weitergelaufen bin. Aber dann schreibe ich ihr ganz kurz. Ja, das ist eine Sache, die dauert ein paar Sekunden und dann konzentriere ich mich wieder auf meine Leute, mit denen ich mich unterhalte. Mal davon abgesehen, du hinterhältst dich doch sowieso mit keinem, weil du doch da sowieso keine Menschen triffst. Ich halte es für unfassbar unhöflich, wenn jemand am Handy ist und die ganze Zeit am Handy ist, während man miteinander redet. Dann der ist nämlich die ganze Zeit so. Ist es eventuell so, Reinalde, oder das Pendant dazu, wie wenn du im Discord bist oder jetzt auch neuerdings in den Streams,
Wenn du mit anderen Leuten dich unterhältst und dann nebenbei irgendwelche Spiele spielst oder halt hier deinen Stream startest auf TikTok und nebenbei Cookie-Clicker da oder Clicker-Hero heißt es ja, nebenbei zockst und man die ganze Zeit hier dieses Mausgeklicke hört, meinst du das vielleicht damit, mit unhöflich sein? Naja, aber was weiß ich schon. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Nee, sehe ich genauso. Ja, genauso ist er im Discord. Ach, hat er gesagt, ja? Ja, verstehe ich. Mhm. Und es also genauso ist Reinhold ja tatsächlich auch im Discord teilweise. Wenn er irgendein Spiel spielt und sich mit irgendwelchen Leuten da unterhält, dann kommen ja auch immer irgendwelche Kommentare zu seinem Spiel oder er kann sich halt auch nicht auf das Gesprächsthema konzentrieren. Und genau das, ne? Aber hat er natürlich wieder nicht im Kopf. Das packe ich nicht. Ich kann mich mit Leuten nicht unterhalten, die den ganzen Tag am Handy hängen. Das packe ich nicht. Ich kann mich mit Leuten im Discord nicht unterhalten, wenn die sich nicht auch auf das Gespräch einlassen können, sondern halt auch die ganze Zeit irgendwelche Spiele spielen. Aber ja, ich lasse es jetzt, dieses Beispiel. Mein Handy ist mir wichtig, ja, weil mein Handy ein Portal in die Zukunft und in die Welt ist. In die Zukunft? Aber es wieso denn in die Zukunft? Nimmst du denn dein Handy und deine Taschenlampe und reichst in die Zukunft voraus, oder was? Bringt mir nichts, wenn ich die ganze Zeit am Handy rumhänge und die zwischenmenschlichen Kontakte vernachlässige. Welche? Wenn ich mal die ganzen Jugendlichen vor meiner Haustür anschaue, mal abgesehen davon, dass die mich natürlich mit ihren Handys die ganze Zeit filmen, denke ich mir auch jedes Mal, ihr habt doch überhaupt noch nichts hier zu suchen mit euren Handys die ganze Zeit. Klar, ne, die machen Filme, um das hinterher im Internet hochzuladen. Da ist mir schon klar, dass die, warum die am Handy hängen. Hm. Aber ich habe auch schon welche gesehen, die dann einfach nur da sind und einfach die ganze Zeit am Handy tippen, während die Leute mit ihnen reden und die ganze Zeit so. Wobei ich sagen muss, da kann ich es sogar vielleicht sogar noch nachvollziehen, weil die sich von dieser Situation vielleicht distanzieren wollen. Ach, Rainer, so ein Quatsch. Wenn ihr da schon mal gewesen seid auf dieser öffentlichen Straße, dann wisst ihr vielleicht ganz genau, dass dort absolute Funkstille. Also da ist ein Funkloch. Da ist null Empfang. Da kannst du nichts senden oder ähnliches. Vielleicht versuchst du es mal, ja. Aber du wirst oder stellst sehr schnell fest, dass da halt keine Nachricht rein oder raus geht. Es funktioniert halt nicht. Ne? Vielleicht versuchen es einige Leute, aber in der Regel, Rainer, sind die Leute da eher miteinander beschäftigt, nicht mit dem Handy. Wobei ich dann nicht verstehe, warum sie überhaupt dabei sind. Aber ich habe das auch schon so oft in der Stadt gesehen. Zum Beispiel mit diesem Pokémon Go. Da ist es so eine Sache, da verstehe ich jetzt zum Beispiel, dass man am Handy hängt, wenn man miteinander redet, weil da spielt man ja das Spiel im Normalfall auch zusammen. Aber was ich nicht verstehe ist, wenn dann 5 Leute zusammensitzen, von denen 3 am WhatsApp sind und sich vielleicht sogar noch gegenseitig schreiben, während dann 1000 Leute um sie herumlaufen und sie sich miteinander unterhalten. Also das ist eine absolut nicht nachvollziehbare Situation für mich. Dass Leute sich in einer Gruppe treffen und dann auch mal auf dem Handy irgendwas machen, das versteht Rainer nicht. Nö. Wie auch? Das wird mir nicht in den Kopf gehen. Nö, weiß ich. Gut, das war erstmal das Thema Handy und meine Meinung dazu. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Am Sonntag wird übrigens das Meinungsvideo wahrscheinlich ausfallen. Oh nein. Wir haben heute Freitag. Die Folge hier müsste am Freitag noch kommen. Dann habe ich noch 2 Folgen, die ich heute noch aufnehmen muss für morgen. Und Montag nehme ich dann neu für die komplette nächste Woche auf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö, Reinerle. Tschö, tschö. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen regenerieren von diesen Meinungen zu Handys und was weiß ich nicht noch alles. Ne? Ihr Lieben, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben den Rückenkratzer, Taschenlampe, die zeitreisende Taschenlampe übrigens, Fernbedienungen, die einen faul machen und Handys, die einen faul machen. Unfassbar. Was man nicht alles für eine Meinung besitzen kann. Ja. Gut, wir hören uns im nächsten Video, würde ich einfach mal sagen. Und dann geht's weiter mit, keine Ahnung, was hat er hier noch für tolle Meinungen? Kugelschreiber,
Ja, hat er ja auch gar nicht erzählt jetzt gerade, ne? Im nächsten Video geht's um Kugelschreiber. Ja. Das schauen wir uns dann irgendwann einmal an. Also erstmal Medal of